Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Scroll to Glove Unboxing. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie vielte Episode das denn hier schon ist, weil es ist das erste Video im Jahr. Jetzt habe ich eine Woche lang keine Videos gebracht, weil ich ja wegen Weihnachten war und weil ich ja krank war und so scheiße. Und ja, jetzt geht es mir halt wieder halbwegs besser. Also, jo, also heute gibt es 10 Glove-Kisten, Handschuhkisten. 5 davon habe ich sogar von einer von euch getradet bekommen, geschenkt. Ich weiß es aber nicht mehr wer, weil das ist jetzt schon ein paar Wochen hier. Aber ansonsten, ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Ich hoffe, das neue Jahr bringt mir mehr Glück als das letzte Jahr. Aber wir fangen schon, ich glaube, das ist sogar die erste Kiste, die ich heuer öffne. Ne, die zweite. Eine habe ich mal gedroppt bekommen, die habe ich dann schon geöffnet. Aber das war auch blue, also an sich sieht so aus, als habe ich da nicht mehr Lack als sonst. Wie gesagt, ich war jetzt die letzte Woche krank. So, ich hatte kein Fieber, aber so verkühlt so ein scheiß Silvester, fiel bei mir halt dadurch auch eher ins Wasser. Also recht viel trinken konnte ich da nicht, beziehungsweise hatte ich da auch keinen Bock. Die Farmers wäre schon lecker ins Dead Track. Aber jetzt ist es halt. Weil es kommen ja bald beginnt die E-Leach 2018. In 9 Tagen sogar, da werde ich dann auch noch ein Predict-Video dazu machen. Wird wahrscheinlich dann irgendwann vielleicht noch die Woche kommen oder dann nächste Woche auf jeden Fall noch rechtzeitig, bevor das startet und sieht FN aus. Nein, ist minimal. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass jetzt 10-mal Blue kommt. 10-mal Blue kommt. Irgendwie, also die Facecam habe ich jetzt anders platziert als sonst, weil ich den Monitor jetzt weiter vorne stehen habe. Bin die letzten paar Tage, die letzte Woche sogar, ziemlich am Tryharden in CS. Weil ich hatte ja vor, dass ich am 1.1. ein Video dazu bringe, also wie ich die Service Metal 2018 bekomme. Habe ich ja letztes Jahr auch gemacht, am 1.1. Und das kam halt relativ gut an. Und das dachte ich, mache ich heuer halt wieder, weil es ist nicht ausgegangen. Also bin ich Level 36. Hoffentlich schaffe ich es noch diese Woche, bevor es dann niemand mehr gibt. Okay. Jetzt muss ich nur mal reinlacken. Ich meine, wie als Santa Elmo Edition, in der letzten Episode habe ich ja am Schluss noch in der letzten Kiste noch gut reingelackt. Aber ich glaube, dass das heuer nicht so sein wird. Ich hoffe zumindest. Oder ich Handschuhe werden. Das wäre dann das erste Rare Special Item dieses Jahres. Aber ich glaube nicht daran. Man kann mal kurz reiben. Und hoffen, dass noch ein zweiter Redskin da vorbeigeht. Weil da wäre, glaube ich, die Glock auch mehr wert als die Autosniper. Ja gut, dann wären wir auch schon wieder bei der letzten. Ich meine, die gelben Kisten lohnen sich ja. Hin und wieder lag ich rein, da lohnen sich die Kisten sogar und macht Profit, aber meistens dann auch nur, wenn ich um die 100 Stück aufhebel. Au, au, au. Ja, und dann war es das dann auch schon wieder mit dem Video für heute. Also recht viel Luck hatte ich dann nicht. 2-mal Purple, sonst noch Blau, aber die Purple sind halt auch nothing. Ein USB Cyrix wäre halt schon viel interessanter gewesen, aber gut. Soll halt nicht so sein im neuen Jahr. Egal. Wie immer könnt ihr ja entscheiden, welche Kiste ich in der nächsten Episode aufmachen soll. Die Glove-Kisten oder die Hydra-Kisten. Bis jetzt gibt es ja leider nur die 2 Kisten, wo die Handschuhe drinnen sind. Und was war noch? Ja, wenn Daumen nach oben würde ich mich freuen. Würde mir auch sehr helfen. Und über ein Abo auch, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann sage ich auch schon ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.